Ein Dreivierteljahr Corona und vieles hat sich verändert und es wird nicht besser. Verändert hat sich zum Beispiel das Einkaufen. Im Supermarkt geht es bei mir jetzt viel schneller. Besser ist das allerdings nicht wirklich. Für mich fehlt nämlich etwas, das Supermarktschwätzchen. Ist das nicht die Frau, während ich das noch denke, verschwindet die Gestalt mit der Maske schon im nächsten Gang. Anonymer ist das Einkaufen geworden, alle mit Maske, da erkennt man ja wirklich kaum einen mehr wieder. Und selbst wenn, das Schwätzchen mit Maske und Abstand ist irgendwie nicht das Gleiche. Da fehlt das freundliche Zurücklächeln und man kann höchstens am Stirnrunzeln erkennen, ob der andere etwas auch so kritisch sieht wie man selbst. Manche Informationen bekommt man überhaupt nicht mehr. Mag sein, dass sich meine Kinder jetzt freuen, wenn es mit Papa schneller geht im Supermarkt. Mir aber fehlt etwas. Und ich denke, manchmal wird einem wirklich erst hinterher klar, wie wertvoll und paradiesisch etwas vorher war. Davon, dass es wieder gut wird, berichtet der Prophet Sacharja. Bei ihm heißt es, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen alte Männer und Frauen und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Gemeint ist bei Sacharja die Stadt Jerusalem. Es geht um eine Zukunftshoffnung für die Menschen, die im Exil leben, die von den anderen getrennt sind, isoliert. So wie wir heute. Sicher, Sacharja weiß, dieses hinfort, dafür braucht es Geduld. Es wird einige Zeit dauern. Aber trotzdem, mir soll der Vers zu einer Hoffnung werden in diesen Zeiten, in denen wir selbst im Supermarkt von anderen getrennt sind.